Oh Gott. Lightweight Baby. Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Neben mir der Kollege vom Kanal RipperCon. Schön, dass wir mal wieder was machen. Wo sind wir hier? An der Kampenwand. Genau, genau, unten Talstation, Kampenwandbahn. Und heute machen wir die Überschreitung Westgipfel, Mittelgipfel, Ostgipfel. Und ja, es wird eine coole, schöne Klettertour. Kletterstellen bis 4 plus etwa. Da ist wohl auch eine 6er Stelle, die man mitnehmen könnte. Wir haben alles dabei, große Rucksäcke. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß mit den Aufnahmen und checkt auf jeden Fall mal seinen YouTube-Channel ab. Den verlinke ich hier oben unten und auch seine sozialen Medien. Gerne mal vorbeischauen. Ja, danke schön. Ne? Ja, starten wir. So, wir sind jetzt zwar schon früher und dran vorbei, aber die Parkgebühren zahlen wir trotzdem. Morgen. Ist ja nicht kalt am Kopf? Nee, es geht doch klar. Ah, ja. Mir ist kalt. Handschuhe. Soll ich dir mein Wasser auch noch geben? Das ist eine geile Blase. Wenn die leer ist, dann ist sie super klein. Ja. So, was sagst du zum Zustieg? Ja, so ein 180er Zustieg, 170. War es da unten. Okay. Ja, ist schon steil, schon anstrengend. Aber dennoch schön, auch mal nach hinten gucken, kann man ein bisschen Aussicht sehen. Ja. Geht schon klar, ne? Ist ganz nett hier, oder? Auf alle Fälle kann man sich gut verausgaben. Also, liebe Zuschauer, hier der Chiemsee im Hintergrund. Ist echt schön hier, muss ich sagen. Jetzt wird es noch schöner. Baustelle. Dieser harte Kontrast einfach. Ne? Nice. Ja, es ist echt wirklich, muss man sagen, echt nett. Ich bin hier in der Gegend nie unterwegs. Ja. So zwischen Garmisch und Berchtesgaden. Ist bestimmt schön zum Klettern, aber so richtig hochalpin ist halt eher weniger, oder? Wie siehst du das? Ja, bis jetzt nicht, ne. Ja. Bis jetzt war eigentlich eine angenehme Wanderung. Kann man schöne sagen. Wanderung, ja. Genau. Also, jetzt sind wir hier gleich am Einstieg. Jetzt kommt die Sonne. Perfekt. So muss es sein. Und jetzt gibt es gleich kurz umziehen, was trinken. Schau mal da hinten, mein Lieber. Oh, ja. Richtig nice. Richtig geil. Richtig fett. Kampenwandhütte. Ja, dann wird es da irgendwo hochgehen, ne? Dein Name. Ja. Das schaut so lustig aus. Wie ich mit meinen dicken Fingern? Ja, mit dieser GoPro da auf dem Helm. Teletubby am Start. So, das ist der Einstieg. Da so hoch. Ja Leute, es geht jetzt hier in den Einstieg. Da rechts hoch. Vierter Schwierigkeitsgrad 4 plus. Das ist das 7,3 mm Biel Gully. Das ist jetzt ganz neu, das habe ich jetzt noch nicht so lang. 50 Meter und dafür kann man am besten auch zum Beispiel den ATC Alpine Guide nehmen von Black Diamond. Ist super für schmale Halbseile und Redlines zum Abseilen. Ja, der Rucksack ist super klein, es war zwar eben alles drüber gehängt, aber jetzt habe ich den Vorteil, dass ich halt die volle Beweglichkeit habe. 18 Liter Volumen. Würde ich sagen, starten wir mal mit der Kletterei und let's go! Thank you.
So, was denkst du? Die Seillänge war nett, ja? Speckig, aber abgegriffen. Ja, dieser eine Kamin war schon nicht ohne, so mit Rucksack ist schon nicht so easy. Ja. Aber wenn der locker sitzt, man so Seile drückt, geht das schon. Ja. Aber man neigt da auch wieder zu, so richtig reinzugehen, ne? Ja, ja, genau. Aber wenn man da an der rechten Flanke klettert, ging da das. Da waren Tritte und Griffe, genau. Ja, ja, cool. Jetzt, gut. Jetzt gehst du da hoch. Ja. Schöne Kletterei. Schönes, nice. Schönes Halbseil, ha? Mega. Geiles Ding. Richtig gut. Ja. Schön sonnig, schön warm hier, oder? Also jetzt haben wir hier diesen Turm, das ist so 6 minus, den kann man umgehen. Müsste ich jetzt Kletterschuhe für anziehen und stattdessen geht es jetzt irgendwie Dreiergelände da links hoch. Schauen wir uns mal an. Du hast einen sonnigen Platz, hä? Let's go. Nice. So. Genau. Aber es ist trotzdem doof zum Ablassen von der Seilstelle. So, das kann man hier entweder abklettern oder abseilen. Zwei Möglichkeiten. Das war jetzt hier so eine 4 minus seitlich. Ausgesetzt halt nicht so hoch. Und genau. Geht eigentlich ganz gut. Schöne Stufen drin. Ja, da war jetzt kurz die Stelle 3. Haben wir jetzt hier jetzt nochmal gesichert. Dann geht es dann nachher wieder runter zum Abseilen. Schauen wir uns gleich mal an. Da kommt gleich. Ja. Da kommt. Perfekt. Das schaut so aus, als wäre hier die zweite 4-Plus-Stelle da, wo es hochgeht. Schauen wir mal, weil hier ist irgendwie nach dem Abseilen dann der Notausstieg möglich. Das schaut ja auch danach aus. Und dann geht es hier hoch auf den Hauptgipfel. Das da oben müsste jetzt dann der Hauptgipfel sein, das Plateau. Und da drüben dann der Ostgipfel. Nice.
classic cliche. We're on the run. This is what we waited for. Ja Leute, da war eben die 4 Plus, die wir euch gezeigt haben beim Klettern. Und dann so deutliche Abstiegsspuren 1 bis 2 und den Ostgipfel. Also ja, den brauchen wir uns heute nicht mehr geben. Das ist glaube ich auch dieser Klettersteigweg, den viele Wanderer gehen. Und wir gehen dann zur Steinlingalm da unten. Und dann laufen wir den Weg bis zur Bahnstation, also da hinten. Und dann geht es zurück zum Auto. Das ist unser Plan jetzt, oder? Ja, sowas von. Jetzt sind wir hier im Abstieg vom Hauptgipfel, 1er-2er Gelände, so schaut es aus und wie gesagt, es ist jetzt nichts gegen den Ostgipfel da hinten, kann man sicherlich sich anschauen, aber ja, wir fahren lieber frühzeitig zurück, haben die A8 dann frei und kommen früher zurück, für uns deutlich sinnvoller. So, willkommen zurück in der Zivilisation. Ja, auf alle Fälle ist schon ein harter Kontrast. Vollgas. So, mein Lieber, jetzt geht's zur Bahn. Ja. Das ist die Sonnenalm. Also, ich bin ja eigentlich gegen diesen ganzen Tourismus mit Bahnfahren. Aber heute sind wir dazu gezwungen, wir haben noch was Wichtiges zu tun nachher. Ja, und haben es da zeitlich leider nicht anders hinbekommen. Und eine Person mit Einschränkungen. Eine Person mit Einschränkungen. Ich bin gesund. Ja, mit Knieverletzungen. Das waren jetzt im Abstieg eben, wie viele Höhenmeter waren das Abstieg? Vielleicht 100? Also ich hätte da dein Gepäck genommen, das wäre jetzt kein Problem gewesen. Ich weiß. Aber ich muss ja auch Fortschritte machen. Genau, alles auf Kosten der Gesundheit. Ja. Bitte nicht nachmachen. Das ist Tobi. Ich glaube, das könnte zu viel Wind sein. Das ist zu viel Wind, glaube ich. Dreier, Vierer solide klettern und dann können die sich daran machen. Ja. Ja, Leute, jetzt kommen wir hier zum Ende. Kampmann-Überschreitung ohne den Ostgipfel, wo das Gipfelkreuz draufsteht. Das war echt eine schöne Gratüberschreitung, Kletterschwierigkeiten bis 4 plus. War gut abgesichert, man musste ein paar Mal abseilen. Ja, was sagst du zu der Tour? Ja, man sollte mit Mehrseillängen und Abseilen und Umbau und sowas schon wirklich vertraut sein. Ich muss sagen, diese Viererstelle, die war schon ordentlich. Und sonst hat es schon Spaß gemacht. Du hast gerade schon in meinem Video gesagt, nochmal machen, naja, eher nicht. Ja. Es gibt Routen, die kann man mehrfach klettern, das ist meiner Meinung nach keine davon. Vielleicht zu verschiedenen Jahreszeiten, wenn es im Sommer noch mal warm ist, kann ich mir vorstellen, dass es auch noch mal angenehmer ist. Ja. Aber das war schon für die Finger nicht so geil. Also was ich sagen muss, ich würde es tatsächlich nicht normal machen, weil der Fels ist einfach ultra speckig. Ja, also der 12 Apostelgrat am Säuling, der ist da deutlich schöner von der Felsqualität. Und hier ist einfach auch beim Normalweg runter und alles, es ist halt total abgegriffen. Und ich fand auch diese Viererstelle da hoch und die erste Viererstelle, das ist total abgegriffen. Und das ist eigentlich nicht so schön, muss ich sagen. Also landschaftlich top, auch mal hier zu sein in der Gegend, Chiemgau, aber ich würde es jetzt tatsächlich nicht normal machen. Empfehlen würde ich es, aber ein zweites Mal brauche ich es jetzt nicht. Ja, auch der Ausblick war mal schön. Auf einer Seite den Chiemsee, auf der anderen Seite die Berge. Mhm. War auch cool, aber... Der wilde Kaiser immer hinter uns, neben uns. Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut beim Kollegen hier, bei meinem Kumpel vorbei. Und schaut mal, was der für schöne Videos hat. Macht viel im militärischen, im taktischen Bereich. Auch Bergsport, Eisklettern, solche Geschichten, Adventure-Vlogs. Genau, super sympathischer Mensch. Dankeschön. Sehr gerne doch. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ihr habt es gesehen, mit der Bahn runter wegen dem Knie. Es waren 100 Höhenmeter Abstieg. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.